Hallo und herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 10. März 2021. Und ich bin mal wieder auf Tour. Ihr könnt euch denken, wo ich bin. Einige Leute werden es erkennen. Und ja, wieder leider zu spät, weil ich auf Tour bin. Und ja, wir fangen einfach mal an. Ben Riach stellt Cask Edition Collection 2021 vor. 19 ausgewählte Single Malt Einzelfassabfüllungen aus unterschiedlichen Fassarten. Auf dem deutschen Markt wird die erste Abfüllung ein 2009er Fass sein mit der Nummer 3011. Es ist ein PX Puncheon, sehr schön, mit 56,9% Volumen, auch bei whisky.de erhältlich. Dann haben wir eine besondere Abfüllung bei Glen Grant. Dennis Malcolm heißt sie. Anniversary 60 Jahre. Der älteste Whisky, der jemals von Glen Grant veröffentlicht wurde. 150 Abfüllungen weltweit und ihr könnt euch denken, das ist wieder einer von diesen richtig, richtig teuren. 25.000 Euro muss man dafür bezahlen. Dafür bekommt man amerikanische Weißeiche, Ex-Bourbon-Fässer und Oloroso-Sherry-Fässer. Ende des Jahres wird er auf den Markt kommen. Ja, dann gehen wir weiter. Brandon Caron war der Head of Maturing Whisky bei Glenmorangie und er wurde so ein bisschen gehandelt als der Nachfolger von Dr. Bill Lumsden. Und ja, der verlässt jetzt Glenmorangie und geht als Master Distiller zur Distel Group. Ja, mal wieder ein großer Personalwechsel. Dann haben wir Nachrichten von Fette Kern. Die bringen eine neue Serie raus. Sie heißt, die erste Abfüllung davon heißt Warehouse 2 Batch Nummer 001. Eine seltene Whisky-Serie mit kleinsten Mengen, 3600 Flaschen limitiert ist die erste Abfüllung mit 49,7% aus dem Jahr 2010 und die internationale Markteinführung soll im nächsten Monat erfolgen. Wir werden wahrscheinlich nochmal drüber berichten, wenn er da ist. Tully Bardeen, The Murray Double Oak kommt raus. Es ist die 8. Ausgabe dieser Marquess Collection. Und es wird zuerst reifte der Whisky in Firstville Bourbon Fässern und dann bekam er ein Finish in Firstville Sherry Fässern mit 46% Volumen. Dann haben wir noch eine Exklusivabfüllung von Ben Rommach, ein limitierter Single Malt aus der Speyside, Ben Rommach. Firstville Bourbon Fässer, destilliert wurde in 2009. Und abgefüllt 2021. 48% ABV, nicht kühl gefiltert, ungefähr limitiert auf 1198 Flaschen und bei whisky.de erhältlich. Das war's erstmal mit den Nachrichten von Schottland. Jetzt geht's weiter mit Nachrichten aus England. Die Bimber Distillerie plant eine neue schottische Brennerei. Ja, die Bimber Distillerie kennen wir aus ihrer Distillerie in London und jetzt wollen sie in Dunfale in der Speyside eine neue Brennerei bauen und ihren Standort in London erweitern. Dann haben wir noch einen Personalwechsel und zwar die Middleton Distillery stellt Deidre O'Carroll, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, als neue Masterblenderin gemeinsam mit der Masterblender-Legende Billy Layton ein. Und es werden für die bestehenden und neuen Blends verantwortlich sein. Jamie Foxx ist der neue Besitzer von BSB Brown Sugar Bourbon. Der Schauspieler und Musiker Jamie Foxx ist nun Eigentümer der Marke BSB. Die Marke wurde 2016 in Amerika eingeführt und der Whisky ist, ja, Whisky, ne? Ist ein aromatisierter Whisky mit braunem Zucker und Zimt. Dann haben wir noch Nachrichten aus dem internationalen Bereich und zwar von McMurrah. Und jetzt haben wir wieder eine Saisons-Edition und diesmal ist es ja Frühling. Frühlingsgefühle mit dem Birkenwein-Finish. Ja, es gibt so einen Birkenwein-Finish oder einen Birkenwein in Schweden und den hat man als Finish die Fässer benutzt und hat jetzt 15.000 Flaschen mit 46,1% Volumen rausgebracht ab 10. März
im Handel erhältlich und natürlich auch auf whisky.de. Langsam friert mir meine Hand ab, also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.